Hallo und herzlich willkommen hier bei einem Tutorial bei LS22 zu mappen. Ich habe mal hier mal eine leere Map erstellt. Die Alpina Map natürlich. Und bitte achtet darauf, dass ihr hier bei der Map i3D, also wenn ihr jetzt die im Texteditor öffnet, müsst ihr gucken, dass man die Data, zum Beispiel hier, wenn es dann hier die Map ist, die Alpina Data, also das wäre dann hier gespeichert als Maps Alpina Data, ändert. Sonst ändert da nämlich hier die Standard Map und dann hast du gelitten. So, wir gehen jetzt hier nochmal rein, weil wir brauchen das hier ja. So, ich habe ja mal angefangen hier zu bauen. Natürlich brauchen wir die typischen Sachen hier. Startpunkt ist hier da unten. Das ist falsch. Der muss hier rein. So, ein bisschen in die Höhe, ne? Nicht, dass wir hier am Boden liegen. Dann habe ich hier ein paar Details reingenommen hier noch. Lass uns so ein bisschen weit darüber. Immer speichern, weil er kackt nämlich ziemlich gerne ab, der Editor. Und das ist natürlich scheiße. Viele sind platzierbar jetzt. Warte mal, ne? Ah, meine Nase, ne? Kennen wir alle. Also, Getreidesilos und Hallen, die sich bewegen und alles hier platzierbar. Das heißt, ich habe mir einen Ordner gemacht, oder einen Transform Group hier, ne? Wo ich die ganzen Platzierplatten dran gemacht habe. Die ganze Scheiß, ne? Zum Beispiel die Halle hier wird dann hier nachher platziert, über die XML natürlich, wie immer, wie vorher auch. Es hat sich da nichts geändert hier, ne? So, ich habe mir gedacht, Standard- oder Startgebäude für den Hof sind die drei. Also das da, das da und da hinten. Das sind für den Hof, für den Anfang dann hier. Natürlich, das Getreidesilo gehört ja auch dazu. Was man auch platzieren muss, ne? Es sind natürlich jetzt hier, ja, Tankstelle jetzt. Zum Beispiel hier jetzt die Bäckerei hier noch, ne? Die muss man auch platzieren, weil hier die ganzen Trigger schon da sind. Müssten eigentlich. Ich hoffe es mal schwer. Ja, sieht mal so aus. Hoffe ich mal, dass das dann so funktioniert. Dass das dann alles hier so schön drin ist. Hier. Und hier habe ich noch ein kleines Dörfchen hier. Und hier ist die Käserei. Brauchen wir natürlich auch. Ist wichtig. Hier einfach mal so rum. Da mache ich noch ein bisschen Gras hin hier, ne? Wir kennen es ja, wie es geht. Ne, das mache ich mal auf 2. Dann hier, soll ich das jetzt kleiner machen oder was? Dass du es auch siehst. Das machen wir so. Hier ein bisschen Grass. Da haben wir schon. Was machen wir jetzt? Ich habe gesagt Gras, du Zipfel. Wo ist denn das Gras? Das ist scheiße. Da liegt noch nicht Gras. Grush. Was war das hier? Auch nicht. Alter, hör mal auf mit dem Scheiß. Grass Alpina hier, ne? Machen wir hier einfach mal so ein bisschen Grass hin. Hier unten natürlich auch. Da unten müssen wir zwar nicht. Machen wir das auf 1. Grass, Dekoration, Foliature, Small Avila. Ein bisschen schöner. Das Grass. Machen wir noch ein bisschen kleiner hier. So. Machen wir vorne auch noch ein bisschen hier so, ne? Dann sieht doch das Ganze mal ein bisschen schöner aus. So. Also, sieht ein bisschen schöner aus. Mal speichern wieder, sonst kackt die ganze Kacke ab. Weil ich muss ja alles neu machen hier wieder, ne? Das Schulhaus hat euch eigentlich soweit fertig hier mit Straßen und Gras und alles. Ja, ne? Abgeschissen. Oh, hier habe ich... Ach Gott, das will hier, ne? Das war ja anders. Machen wir auf 3. Das habe ich nämlich so gehabt. Na, so war das ungefähr. Ja, dann machen wir später. So war das nämlich hier, ne? Ungefähr. Man muss ja Platz haben zum Durchfahren, ne? Eich doch. Ach, das Gras machen wir später. Es ist halt immer hier so ein Zeug, ne? Was man alles noch braucht zum Platzieren, ist hier zum Beispiel so die Getreidemühle hier. Dann haben wir hier noch der Traubenzeug hier, ne?
Produktionsstätte muss auch platziert werden. Das habe ich jetzt auch platziert. Ich hoffe, das funktioniert dann auch, die Fahrsilos. Das weiß ich noch nicht. Das ist eigentlich nur ein Objekt. Aber ich mache es trotzdem. Dann habe ich mir hier gedacht, hier könnte man hier ein bisschen schräg machen. Dass man dann hier Trauben machen kann oder Oliven oder sowas, ne? Besser Trauben wahrscheinlich. Dann hast du ein bisschen schräg, dann kannst du hier schön die Trauben da machen. Dann kannst du dann hier mit dem Trecker hier natürlich hier so schön schräg fahren. Müsste eigentlich gehen, muss man noch testen dann. Dann haben wir hier noch das Heizwerk. Habe ich gedacht, ist auch nicht schlecht. Kann man auch reinballern. Natürlich hier Tiere, Kühe kaufen, ne? Der Landhandel oder Viehhandel. Auch platziert. Dann hier einfach so durchs Dorf. So soll es nachher aussehen ungefähr. Noch ein bisschen mit mehr. Ich habe noch ein bisschen mit Gras probiert. Da gibt es nämlich verschiedene Gräser hier. Ich finde das dunkle Gras besser irgendwie, ne? Also hier habe ich also das helle Gras. Das ist jetzt hier nur um die Wiese hier. Wo dann hier, ne, wo man mähen kann. Oder halt platzieren. Deshalb ist es hier schön flach. Ne? Am Anfang hat man ja hier diesen Teil. Und irgendwie noch ein Feld dazu, ne? Für den Anfang. Da kann man dann hier schön bauen. Oder hier drüben kann man dann schön bauen, ne? Alles schön flach. Sollte eigentlich dann gut funktionieren. Ein bisschen hier, später noch ein bisschen Blümchen und so ein Quatsch hier rein, ne? Aber hier kann man dann schön ausbauen. Ein Fahrsilo hätte ich hier auch noch gerne gehabt, ne? Muss ich mal gucken, wo ich denn jetzt dann hinballer hier. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ja? Hier drüben wäre vielleicht hier noch was. Hier rüber und hier runter. Ne, das ist auch scheiße, ne? Hier hinten ist auch kacke. Scheiße. Ja, hier beim Haus, naja. Ne, normalerweise hat man es ja hier. Ist ja die Frage jetzt, ne? Weil ich ja herausgefunden habe, dass man mit Silage am Anfang mehr verdient, als hier mit den blöden Gewächshäusern. Da muss man ein bisschen gucken, dass man dann auch Platz hat. Kann man ja auch platzieren. Ist ja jetzt am Anfang jetzt nicht so scheiße. Aber müsste eigentlich gehen. Dann habe ich mal außenrum, hinten haben wir, sieht man hier ein schönes bisschen Berge hier, ein bisschen Däum. Hat er jetzt das nicht gespeichert hier oder was? Ich habe das schön hier. Ist nämlich hier mal abgekackt, die Scheiße. Doch, er hat's gemacht. Naja, es soll ja nicht alles hier eben sein, sondern ein bisschen uneben sein. Dass es nicht ganz scheiße ist. Es wird eine kleinere Map. Natürlich gut, man kann jetzt sagen, okay, jetzt reicht ja, oder? Aber einfach mal so als Testding, ne? Dass es dann auch richtig funktioniert. Da hinten habe ich so Berge gemacht hier, wenn man jetzt dann hier so fährt. Soll ich denn das hier so hinten ein bisschen bewegen? Na, hinten der Berg. Da muss man jetzt nicht hier mit Ding auskleiden. Aber das dann hier dann ein bisschen bewegt, ne? Wenn man hier so fährt, so. Ja, kommt gut. Also irgendwas habe ich vergessen. Ich weiß noch aber nicht, was. Was haben wir denn noch? BGA, Verkaufsstellen? Das ist so Bujo, ne? Eine gute Frage hier. Ich weiß auch nicht, ob ich die hier, die Verkaufsstellen, weil ich die XML ja vielleicht ändern möchte. Müsste ich gucken, ne? Was ich denn da mache hier? Hier ist ja der Shop. Ne? Richtig schön neben dem. Ne? Weißt du, ne? Hof. Na gut, das sieht ja jetzt nicht schlecht aus, oder? Also gut, der Balkon ist ein bisschen doof. Na gut, es geht, ne? Aber der da unten hat ein bisschen so. Oh, schön, ich habe eine Halle vor der Schnauze. Na gut, ist doch egal, oder? Oder soll ich es drehen? Auch scheiße, ne? Das ist die Frage, drehe ich jetzt das hier oder soll ich das so lassen? Ne, ich lasse doch das einfach so, oder? Das ist immer die Frage, ne? Drehen wir jetzt das? Das gut, nach hinten raus kannst du ja, da hast du scheiß Bäume im Weg, ne? Das ist auch kacke. Ne, lass mal so, ne? Ist ja die erste Map, einfach mal gucken, weil es gibt dann sowieso noch viel zu tun hier. Man sieht's ja schon. Ja, die Frage ist ja, machen wir jetzt hier die ganze Pampe voller Felder oder, ne? Was machen wir jetzt? Oder einen Platz noch irgendwo für einen Hof. Der müsste aber ein bisschen weiter weg sein hier vielleicht, ne? Nicht unbedingt hier. Boah, Alter. Der müsste aber schon ein bisschen weiter hier. Vielleicht hier hinten oder so. Ne? Normalerweise ist das Gras, aber ich weiß nicht, wie der das gemacht hat mit dem... Dass die Blümchen hier so schön verteilt sind, weil es sieht nämlich aus, dass der irgendwie zufällig platziert hat.
glaub nicht, dass er hier die ganze Scheiße hier so einzeln gemacht hat. Naja, ne? Gut, ein Bäumchen. Ja, da nehmen wir gleich mit, Mate. So. Jetzt haben wir ein Bäumchen, aber hier kein, hier nix, ne? Ach, ja, guck mal hier, aber schön Bäumchen hier stellen hier. Ja, die Waage, ne? Ich hätte, müsste noch eine Waage haben. Man kann ja die Objekte, wenn ich jetzt hier die Waage suche. Scheiße, wie hat die geheißen? Die kann ich direkt aus dem Spiel holen. Da bin ich ja schon drin hier. Muss ich aber nachher platzieren lassen, ne? Sonst juckelt das, glaube ich, nicht so richtig. Wäre geil, wenn es gehen würde. Aber ich glaube, man muss ja die XML haben dann im Spiel. Jetzt müssen wir gucken. Eine Waage. Ich glaube, das könnte bei Lizard sein. Wo ist es denn hier? Lizard. BGA, Biostation, Bunkersilo. Heilluft. Greenhouse brauchen wir auch nicht. Gartenhaus, Licht. Lampen brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, ne? Mehr wahrscheinlich. Was ist denn mit Olive? Brauchen wir nicht. Pick. Produktionspoints? Ach so. Spin Rye, hier sind die ganzen Dinger drin hier. Ryzen Factory? Nehmen wir das hier. Nicht abkacken. Ach so. Nee, das ist was anderes, gell? Ja, das ist ja, ist das nicht, ist das oder ist das schon? Das nehmen wir rein. Ausschneiden, das muss hier in Pre-Sale rein, ja, ne? Dass man das dann nicht vergessen. Boah, pack mal das denn jetzt wieder hin. Ja, scheiße. Das müsste ja irgendwie, weiß ich nicht, ne? Hier neben der Schule vielleicht, ne? Da ist doch schön hier, irgendwie so, ne? Aber wir könnten es auch umdrehen. Nee, das haben wir doch schon, du Pinselfresse. Ne? Habe ich jetzt der richtige gelöscht? Das haben wir doch schon. Das ist ja das mit den Trauben. Oil Planet, das klingt gut. Ach du Scheiße. Boah, was machen wir denn jetzt das hier dahin hier? Industriegebiet wäre auch nicht schlecht hier, ne? Das musst du, das muss hier rein. So, wir können doch nicht hier neben, gegenüber vom Ding, können wir doch nicht hier ein Ding machen hier, das geht doch nicht. Ja, scheiße, wo machen wir denn das hier? Zu nahe dürfen wir es auch nicht, weil sonst leckt es nämlich wieder. Aber hier wäre doch das was. Warte mal, ich muss das auf minus 90 legen. Jetzt müssen wir gucken, dass man das auch das Schild von vorne lesen kann. Hm. Können wir von der Seite, kann man es. Ist aber auch scheiße, ne? Was ist denn das hier für eine Spline hier? Ach so, ja, das ist ja die, dass er automatisch dann bla bla hier reingurkt, ne? Ey, klick's mal an hier. Wo machen wir das jetzt hier? Das wäre ja hier irgendwie sowas, ne? So vielleicht? Na, ein bisschen mehr. Da kommen wir mal ein bisschen rein hier. So. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Asphalt. Oder ein bisschen größer hier. Grass Alpine. Grass Alpine von oben. Machen wir jetzt einfach mal. Boah, ist so. Dann ein bisschen brighter. Dass man auch ein bisschen Platz hat. Da müssen ja auch Paletten dann rausrutschen, oder? Machen wir hier drei den Eingang. Machen wir einen Eingang oder zwei? Gute Frage, ne? Machen wir das hier, ne? Und hier zum Rausfahren. Hier, auch hier, ne? Besser für die Zäune nachher. So. Wie das Bigern hier. So, jetzt haben wir hier wenigstens Öl, wo wir machen können. Wo kippt man das rein überhaupt? Keine Ahnung. Kippst du das rein? Boah. Na, wir gucken, müssen wir dann rausfinden, ne? Keine Ahnung hier. Suchen wir nochmal. Wir hätten ja hier Berkeley, haben wir das schon oder nicht? EU. Mal gucken. Ah ja, das ist der Bäckerei, ne? Die haben wir ja schon. The Bäckerei. Und hier. Ne. Das könnt ihr noch vielleicht, ne? Gucken wir nochmal. Jo. Die Käserei, ja stimmt.
hab gedacht, das müsste Cheese, irgendwas mit Cheese heißen. Grain Mill haben wir, oh, haben wir nicht, ne? Spinrite, ne, brauchen wir hier nicht, weil Tailor Shop? Was zum heiligen Henker ist ein Tailor Shop? Ah, Kleider Shop. Das ist so for fucked up fucking Kleider Shop, oder nicht? Yes. Brauchen wir nicht, weil wir hier ja in Europa sind und hier kleine Kleider machen. Ich wollte eigentlich hier ein Ding haben. Weißt du? Also, hier vielleicht. Ja, ich hab gedacht, das fehlt noch was. So, Spinrai. Brotune. Es gibt's doch eine Sägerei, oder nicht? Workshop. Gehen wir mal gucken. Das ist ja der kleine Workshop, wo man sich platzieren kann. Brauchen wir nicht. Kann man sich selber irgendwie in die Hosentaschen scheißen. Da ist sie doch hier. Large, small, was nehmen wir denn hier? Small. Das wollten wir haben. Ach du Scheiße, wo platzieren wir denn jetzt den wieder hin? Das ist ja gar kein Platz. Doch. Da muss der Baum weg. Oder? Das ist doch scheiße, oder? Muss ja hoch. So vielleicht, ne? Jetzt müssen wir den hier wieder ausschneiden hier, sonst vergessen wir die Hälfte. Das wird dann eine schöne Scheißerei geben, wenn wir die ganze Pampe hier einstellen. Hier, boah, leck mich. Das ist ja, das sind ja die Dinge, die keiner mag, ne? Keiner mag den Scheiß. Ich habe ja gedacht, das wird einfacher. Dass man das einfach schön exporten kann. Aber nee. Ah, der muss ja hier irgendwie hinlaufen können hier. Ah, jetzt brauchen wir noch ein bisschen, ja, machen wir das hier, ne? Ein bisschen Kies wäre auch nicht, könnte man auch machen, ne? So. Jetzt kann er hier schön in die, in das hier, ne? Jo, das ist doch gut. Ne, ja. Ja, ein bisschen hier Details, aber das Problem, ne? Nee, das sollte ja gehen, ne? Mit der Gülle. Passt. Da muss halt der eine, so halt warten oder so, ne? Müsste gehen. Und deine scheiß Zäune und, boah, alter Schwede, ne? So, einfach mal ein bisschen geguckt hier, ne? Ja, gibt viel Arbeit. Man muss immer speichern, speichern, stimmt. Speichern. Speichern. So. Und dann hoffen wir, dass auch die Map hier, ne? Das ist jetzt hier auf 700 eingestellt. Müsste eigentlich hier, ne? Ne, das ist gut. Sollte nicht ruckeln, oder? Ne, das geht. Guck. Hinten die großen Häuser werden dann gespawnt. Klippt, ne? Ne, das geht schon. Ne, das passt. Gut, so. Einfach mal so kurz, ne? Wir gucken dann wieder mal rein. Wenn du irgendwelche Fragen hast, bis jetzt, ne? Weiß zwar auch noch nicht alles. Bin ja auch noch mal gucken. Aber bis jetzt kommt das eigentlich dann ganz gut hier. Ein bisschen Gras und so ein Scheißdreck ist mir eigentlich egal. Ich will das nachher irgendwann mal probieren im Spiel. Da müssen dann natürlich die Farmlands gemacht werden. Die funktionieren jetzt endlich. Wenn du hier dann schön Farmlands machst, hast du hier die ganzen schönen Dinger. Die Farmlands kannst du schön klicken. Also es funktioniert jetzt. So, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und einfach Fragen nehmen. Ne? Also bis dann.